Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich muss es gestehen, trotz meines hohen Alters bin ich das erste Mal in Nürnberg. Und das ist schon eine Schande, aber jedenfalls jetzt bin ich mal da und habe gerade so das erste Schnuppern in der Stadt gemerkt, eigentlich müsste ich da wieder mal herkommen, das lohnt sich. Und das habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen. Aber heute geht es jetzt zunächst einmal um einen Vortrag zur existenziellen Pädagogik. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue und sehe, dass Sie wahrscheinlich schon mit einem ziemlich großen Hintergrundwissen kommen, bin ich gar nicht sicher, ob ich Ihnen sehr viel erzählen kann, aber ich hoffe vielleicht doch das eine oder andere. Und vielleicht fragen Sie sich dann auch vor diesem Hintergrund, was ist denn der Unterschied zwischen der Logopädagogik und der existenziellen Pädagogik? Vielleicht bin ich jetzt nicht ganz scharf, aber zumindest war das so in den Anfängen dessen, wo wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen, dass die Logopädagogik, die übrigens wahrscheinlich, soweit ich das weiß, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn das anders sein sollte, in Kärnten entstanden ist, an unserer Hochschule letztlich dann, aber schon vor einiger Zeit. Und da war so verstärkt die Frage im Mittelpunkt, was können wir Kindern und Jugendlichen vermitteln, damit sie ein sinnerfülltes Leben führen können. Die existenzielle Pädagogik widmet sich jetzt neben dieser an sich sehr wichtigen Frage, die wir auch behandeln, aber hauptsächlich der Frage, wie können wir mit Kindern umgehen und wie können wir, was bewirkt das in der Pädagogik Veränderungen, wenn wir mit dem Gedankengut Viktor Frankls an die Pädagogik herangehen. Also das heißt, es geht um unser Verhalten, unsere Haltung ist natürlich in der Logopädagogik auch aufgehoben und es geht darum, welche Inhalte der Viktor Frankl'schen Lehre, also der Logotherapie, der Existenzanalyse für Pädagogik aufbereitet und genutzt werden können. Also mit dieser Frage beschäftige ich mich jetzt so die letzten, so grob geschätzt, mal 20 Jahre. Ich bin vom Ursprung, damit Sie es wissen, ich bin vom Ursprung her Lehrerin, Pflichtschullehrerin und habe dann halt berufsbegleitend studiert, Pädagogik und Psychologie und bin jetzt nach vielen verschiedenen Patchwork-Arbeiten und so alles Mögliche, bin ich jetzt an der Pädagogischen Hochschule in Kärnten gelandet, nachdem ich 10 Jahre in der Schweiz an pädagogischen Hochschulen gearbeitet habe. Dies deswegen in Kärnten, weil eigentlich bin ich bin zwar eine Österreicherin, aber ich komme aus der anderen Richtung von Kärnten. Ich komme vom Bodensee. Das ist eine Herausforderung, dann in Kärnten zu arbeiten. Das sind 8 Stunden mit dem Zug. Aber ich bin deswegen dorthin gekommen und es hat mich dorthin verschlagen, weil es eben eine, wie Herr Lotz gesagt hat, eine Viktor-Frankl-Hochschule ist und es mir angeboten worden ist, diesen Bereich dort sozusagen zu betreuen und allenfalls auch auszubauen, was ich jetzt derzeit mit großer Freude mache. Okay, das vielleicht noch ganz kurz, alle weiteren Fragen zu meiner Person oder zu den weiteren Inhalten, also weiteren Stationen dann gerne auch später. Wie gesagt, diese existenzielle Pädagogik, da möchte ich Ihnen gerne 4 Punkte vorstellen, wenn ich das jetzt schaffe. Ja. Also, nachdem da so viele Fachleute sind, kann ich mich, denke ich, bei den ersten 2, wahrscheinlich beim 4. Punkt auch relativ kurz halten. Wobei der 4. Punkt auch noch eine ganz spannende Komponente hat, meine ich. Möglicherweise sind die 4 Grundmotivationen noch eine spannende Geschichte. Damit ist natürlich die existenzielle Pädagogik noch nicht völlig aufbereitet, das ist klar. Aber es sind aus meiner Sicht die wesentlichen Pfeiler und das ist das, was man so an einem Vortrag vielleicht ein Stück weit vermitteln kann. Also, was ist das Ziel der existenziellen Pädagogik? Ich denke, das ist auch dasselbe wie in der Logopädagogik. Es geht darum, Kinder und Jugendliche zu befähigen, mit innerer Zustimmung zu leben oder ein sinnvolles Leben führen zu können. Soweit wir das von außen auch, ich sage jetzt mal, machen können. Ja? Wir können ja gar nicht so vieles wirklich machen.
Das ist ja vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den wir in der Erziehung immer ganz besonders im Auge behalten müssen. Also wir könnten aber auch sagen, dass Kinder und Jugendliche mit anderen Worten einfach Ja sagen können zu ihrem Leben, wie sie es jetzt führen, dass sie sagen, ja, so wie es ist, so ist es gut, das passt. Zumindest weitgehend gut. Das gilt jetzt im Übrigen natürlich nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern das gilt immer auch für uns, das ist klar. Ja? Und wenn ich jetzt vielleicht ganz kurz, da greife ich jetzt mal da auf diesen, weil ich das nicht extra aufgezeigt habe, aber mir wie doch wichtig erscheint jetzt genau jetzt in Ihrer Konstellation, ich versuche es immer an drei Punkten wirklich deutlich zu machen, worum es uns da geht. Das erste ist einmal die Person des Kindes. Also das Kind ist Person und um die geht es, ganz wesentlich. Wenn wir aber jetzt wirklich im frankischen Gedankengut an Pädagogik herangehen, dann geht es auch nicht nur um das Kind, sondern es geht auch um uns. Ja? Also, weil, also sagen wir jetzt einmal Person des Erziehenden. Ich nenne das jetzt mal E. Und dann geht es ganz wesentlich darum, dass zwischen diesen beiden, der eine, also zwischen dem Kind und zwischen dem Erziehenden, das ist also alles ganz sehr bekannte Tatsachen, dass da ganz wichtig ist, dass da eine Beziehung da ist. Ohne Beziehung laufen sehr viele pädagogische, aber das wissen Sie alles, laufen ganz viele pädagogische Bemühungen einfach ins Leere. Also wenn wir das jetzt auf eine Klasse bezogen, also ich bin ja jetzt in der Lehreraus-, aber auch Weiterbildung tätig, wenn ich es auf die Klasse beziehe, dann heißt das, die haben ein besonders herausforderndes Kind in der Klasse, das macht ihnen es ganz besonders schwer, eine Beziehung aufzubauen, aber ohne Beziehung werden sie mit diesem Kind nicht klarkommen. Ja, das ist genau die Aufgabe, vor der dann die Lehrer und die Lehrerinnen in einer solchen Klasse stehen. Also natürlich bei den Kindern, wo es leicht ist, eine Beziehung aufzubauen, ist ja alles gut und dort läuft es ja auch in der Regel ganz gut. Ja, und dann geht es aber auch noch dann letztlich um ein Thema. Also das Thema könnte jetzt sein, dass wir einen bestimmten Inhalt vermitteln wollen. Also wenn ich das jetzt auf die Schule übersetze, zum Beispiel Deutsch oder Mathematik oder Biologie oder Geschichte. Es könnte jetzt aber auch in der Erziehung ein anderes Thema sein. Zum Beispiel das Thema Belohnung oder Lob. Ja? Das ist übrigens auch noch ganz eine spannende Geschichte. Wenn Sie das interessiert, fragen Sie mich nachher. Das werde ich heute nicht erwähnen, aber wenn man das, man kann das alles aus der logotherapeutischen, existenzanalytischen Sicht anschauen und dann ändern sich ganz bestimmte Merkmale und man kommt zu vielleicht spannenden, neuen oder auch altbekannten Ergebnissen, was auch immer, auf welcher Position man eben vorher gestanden ist. Also und auch da geht es dann letztlich, also da ist es Beziehung entscheidend und auch da ist Beziehung entscheidend. Also das Kind muss eine Beziehung zum Thema haben und wir müssen als Lehrer eine Beziehung zum Thema haben. Wenn wir das Thema Lob hernehmen, also nicht jetzt ein Unterrichtsthema, dann müssen wir auch wissen, wie stehe ich zum Lob, was ist mir am Lob wichtig und warum lobe ich. Was will ich mit Lob erreichen, ist eben schon genau das, was ich eigentlich, wo ich denke, da sind wir schon auf der falschen Linie, weil wir wollen ja nicht was erreichen, wir wollen ja nicht über das Kind verfügen. Wir machen das ja nicht im Sinne des Konditionierens, sondern aber worauf ziele ich, wozu lobe ich? Das wäre die existenzanalytische Fragestellung beim Lob. Also, aber wir müssen da auch wissen, wie sehen wir das und dann vielleicht auch, wie steht oder positioniert sich das Kind dazu. Wir können als Thema aber auch etwas anderes nehmen. Also die Frage, ob man um 10 Uhr, 22 Uhr also, zu Hause sein muss. Das wäre ein Erziehungsthema. Das Alter sage ich jetzt absichtlich nicht dazu, aber egal. Ja, da können Sie sich einsetzen. Aber irgendein Erziehungsthema, um das es geht. Ja, also da kann man sozusagen hier alles Mögliche noch einsetzen. So, da bin ich bei dem Thema, was ist Erziehung? Wenn wir das nämlich so sehen in diesem Dreieck, dann könnte man jetzt sagen, ich weiß nicht, ob Sie
Kurt Singer kennen, wahrscheinlich schon, oder? Ein Bayer zumindest? Ja, also egal. Er hat sehr stark immer betont, dass Erziehung Beziehung ist. Ja? Und ich denke, Erziehung ist auch ganz ein großes Stück weit Beziehung. Es ist aber nicht nur Beziehung. Ja? Also nur in der Beziehung zu sein, würde ja, also das wäre jetzt meiner Meinung nach zu wenig. Ja? Aber heißt jetzt Erziehen, dass ich jemanden von A nach B ziehe? Was auch immer, ich kann versuchen, und das ist eigentlich die Idee, das Kind, die andere Person, das betrifft übrigens auch, also alles, was ich jetzt sage, können Sie mit Ihrem Partner und Ihrer Partnerin auch umsetzen oder mit alten Menschen oder in der Sozialpädagogik. Das sind alles keine nur Pädagogik, also ganz die meisten Dinge sind nicht nur sozusagen auf Kinder zu beziehen. Ich fokussiere jetzt auf Kinder. Also das heißt, ich sollte versuchen, die Person zu verstehen, worum es ihr geht, mich mit ihr zu verständigen, zu schauen, was ihre Werte sind, was ihr Anliegen ist, ihre Motivation ist, ja? Ihre Potenzialität, was sie möchte. In der Erziehung kann man natürlich nicht immer das machen, was das Kind will, das ist mir schon klar. Es geht auch gar nicht nur um das, dass wir das tun, was das Kind will, sondern es geht darum, dass wir mal zunächst verstehen. Wenn Sie sich, das können Sie bei sich ausprobieren, wenn Sie sich verstanden fühlen in Ihrem Anliegen, dann vertragen Sie es oder können gut oder besser damit umgehen, wenn jemand sagt, okay, ich verstehe dich jetzt in deinem Anliegen, aber wir können es gerade nicht machen, aus den und den Gründen. Dann verstehen Sie es, aber Sie sind einmal gesehen worden in Ihrer Person und in Ihrem Anliegen und in dem, was Ihnen wichtig ist. Also ich rede nicht von laissez-faire, ich bin ziemlich weit von laissez-faire entfernt, nur das sage ich jetzt gleich am Anfang, sondern es geht darum, nicht das zu tun, was mir vorschwebt. Also das würde jetzt bezogen auf alle Erziehungsziele gelten. Also das heißt, wenn ich jetzt Erziehungsziele habe, zum Beispiel, dass das Kind immer sehr pünktlich ist, ja, das ist ja ein gutes Erziehungsziel, oder ein Kind, das sich immer ordentlich alle Sachen beieinander hat, dann ist das ja schon etwas, was ich ja gerne umsetzen möchte. Aber ich muss jedes Erziehungsziel, das ich habe, meine ich letztlich, ist abzustimmen mit den Möglichkeiten, mit der momentanen Befindlichkeit, mit der momentanen Situation, mit der Person des anderen. Also wenn man natürlich einen Lehrplan hat, ne? Genau, auf den wollte ich jetzt gerade kommen. Wenn Sie einen Lehrplan haben, dann sind Sie ein Stück weit gebunden. Das ist richtig. Aber in Deutschland ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger wie in Österreich, ich fürchte. Ich kenne aber in Österreich Klassen, wo innerhalb des Lehrplans, also der Gebundenheit des Lehrplans, den Kindern auch noch Freiräume, so gut wie es geht. Also die Freiräume, die möglich sind, sozusagen ausnützen, wie möglich, also so weit wie möglich. Das wäre dann halt so mein, aber Sie haben völlig recht, es geht genau darum, diese Sache auch. Ja? Und vielleicht muss man dann auch ein bisschen Schulsystem drehen oder schrauben, um ein paar kleine oder immer größere Veränderungen auch voranzutreiben aus der Sicht, sage ich, einer existenziell orientierten Pädagogik oder einer am Menschen, einer an der Person orientierten Pädagogik. Weil es kann ja nicht sein, dass der Lehrplan wichtiger ist wie das Kind. Also ich bringe es jetzt auf den Punkt. Ja? Und das so verhalten wir uns heute. Oder dass ein Ziel wichtiger ist als ein Kind. Oder dass irgendeine Sache wichtiger ist. Ja? Also die Frage muss man dann immer wieder, wir sind es dann oft so gewohnt schon, aber die Frage muss man dann auch stellen dürfen. Na gut, also Erziehung, nur so mal ganz kurz, ist eben nicht ziehen, obwohl das Wort drinnen steht. Erziehen heißt, dass wir nicht über einen anderen Menschen, also wenn wir es im frankischen Sinn verstehen, nicht über einen anderen Menschen verfügen dürfen. Und das hängt eben zusammen mit dem Menschenbild, das Sie ja wahrscheinlich alle kennen. Ja? Wenn wir die Person des anderen, wenn wir da Person sehen,
dann bedeutet das, dass wir können doch nicht über eine andere Person einfach verfügen, sage ich. Mir fällt kein besseres Wort ein. Ja? Können wir nicht über sie bestimmen. Wir können schon, aber das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders. Also das Menschenbild, mit dem beschäftigen wir uns in der existenziellen Pädagogik ziemlich ausführlich, weil es schon viele Lehrer und Lehrerinnen gibt, aber auch sonst Pädagogen und Erzieher, die sehr stark vom Behaviorismus geprägt sind oder von anderen, von biologistischen Vorstellungen geprägt sind. Im Übrigen, wir können dann darüber diskutieren, aber Maria Montessori zum Beispiel, die ich also in vielen Bereichen schon schätze, aber die war sehr biologistisch geprägt. Und die hatte beispielsweise, wenn wir ihr das vorgestellt hätten, hätte sie wahrscheinlich ein Problem gehabt. Weil sie hat die Person des Erziehenden als negativ empfunden. Ja? Also da sind schon Unterschiede auch da. Deswegen ist es wichtig und deswegen beschäftigen wir uns mit den Lehrern und mit den Sozialpädagogen, die sich für dieses Thema interessieren, ganz stark mit dem Menschenbild. Und dann zwar mit dem dreidimensionalen Menschenbild von Frankl, mit dem wir dann, auf dem wir aufbauend dann sehen können, dass es darauf ankommt, dass wir die Geistigkeit des Kindes ansprechen. Ja? Und nicht jetzt auf der biologischen Ebene oder auf der psychischen Ebene vorrangig oder auf der behavioristischen Ebene, das wäre dann die psychische, vorrangig agieren. Winfried Böhm, das ist übrigens auch jemand aus Würzburg, der hat da sehr viele Unterscheidungen gemacht, die auch für mich dann in der Klärung sehr hilfreich waren. Ich möchte das nur erwähnen. Man kann sagen, warum ist denn das Menschenbild so wichtig? Ich bin davon überzeugt, dass nichts, aber das ist nicht nur meine Meinung, dass nichts unseren Umgang mit den anderen Menschen so sehr prägt wie unser Menschenbild. Und das spürt die andere Person. Ich habe Herrn Lotz beim Herfahren vom Bahnhof erzählt, das ist vielleicht für diejenigen, weil ja viele aus sage ich, aus einem beruflichen Umfeld schon kommen, aber auch für Studierende ist das möglicherweise noch was Spannendes. Es gibt, kurz nur so hineingeflochten, es gibt in Berlin eine Institution, ein Kinderheim von der Diakonie, ein evangelisches Kinderheim, das heißt Elisabethstift Berlin, die setzen seit 2004 diese Pädagogik um. Und die, also 10 Jahre. Und die haben begonnen, die machen das bei Kindern, die wirklich mit einem schweren Rucksack kommen. Also nicht, wo man sagen kann, früher haben mir die Leute dann immer vorgeworfen, ja, das ist klar, das funktioniert nur bei den Kindern, die ohnehin schon brav sind, sage ich jetzt. Wir haben gesehen, genau das, also nicht das Gegenteil ist der Fall, aber genau bei den Kindern, die mit einem Rucksack kommen, die schwierige Beziehungsgeschichten haben, die schwierige Erlebnisse, Traumata und so weiter in sich tragen, ist das eine Pädagogik, die wirklich wirkt. Und die Erziehenden dort haben einfach einmal angefangen, die Kinder anders anzuschauen, innerlich, sie wertzuschätzen. Sie haben kein Wort dazu gesagt und da sind schon ganz viele Dinge verändert worden. Also wenn Sie dann Interesse haben, da noch über dieses Heim, können wir da noch weiter reden. Aber ich will damit nur sagen, es verändert nicht nur für Sie, sondern es verändert auch für den anderen. Und zwar so spürbar, dass das wirklich Wirkung nach außen hat. Also die Frage, warum, ist, glaube ich, die ich da aufgestellt habe, ziemlich klar, weil eben unser Bild vom Menschen schon einmal unsere Aufmerksamkeit lenkt, unsere Wahrnehmung lenkt. Wir stürzen uns dann genau auf das, was natürlich unsere Idee vom Menschen stärkt. Beschäftigen uns hauptsächlich mit diesen Dingen, aber auch nicht nur deswegen, sondern wir, unsere ganzen Gefühle, unsere ganzen Einstellungen hängen damit oder entwickeln sich aus diesem Menschenbild heraus. Also dieses dreidimensionale Menschenbild von Frankl kennen Sie ja. Ich zeige es meistens mit den drei Dimensionen des Körpers, der Psyche, und des Geistes.
Der Begriff der Geistigkeit ist ein schwieriger, wir wissen das, aber ich habe keinen besseren gefunden. Oder es gibt, glaube ich, auch, vielleicht haben Sie inzwischen einen, einer, der wirklich gut passt, weil viele Menschen diese Geistigkeit verwechseln mit Kognition. Das ist aber nicht nur Kognition, weil Frankl diese Geistigkeit, das wissen Sie ja, auch stark mit dem unbewussten Geistigen verknüpft hat. Ja? Also die ganze Intuition. Also deswegen ist es immer wichtig, wenn wir mit Studierenden oder mit Menschen arbeiten, die ihn nicht so gut kennen, dass wir deutlich machen, dass da eben nicht nur oder nur zu einem kleinen Teil die kognitiven Fähigkeiten gemeint sind des Menschen, sondern sein Wesen, das, was wir als Person bezeichnen. Das wissen Sie ja. Die Idee ist, diese Dimensionen durchdringen sich gegenseitig, die existieren nicht für sich allein. Das ist auch, man könnte, es gibt verschiedene Bilder dazu, die Sie wahrscheinlich auch kennen, das Bild vom Instrument oder der rote Faden, der sich durch alle drei Dimensionen durchzieht, als das Wesen des Menschen, dieser rote Faden, der das Wesen des Menschen beinhaltet oder beschreiben soll oder zeigen soll. Es gibt viele Bilder, Personare, das Durchdringen durch die Maske und so weiter. Also ich habe das jetzt nicht so weiter ausgeführt. Weil der Mensch geistig ist, was würden Sie sagen, ist er? Das ist jetzt die Frage. Was ist die Konsequenz aus diesem Menschenbild für die Pädagogik? Er ist liebenswert. Ja, jeder ist liebenswert. Ja? Also jedes Wesen, das da ist, ist liebenswert, spannend, hat Würde. Ja, Sie? Seine Persönlichkeit. Ja, genau. Das fähig, Beziehungen aufzubauen. Ja. Ja, hat Potenzialität, ja. Das ist Subjekt und nicht Objekt meiner Erziehung. Genau, ja. Ja. Also diese Potenzialität, das ist etwas ganz Starkes. Also wenn wir, also das ist ja in der Pädagogik etwas, wo wir auch das Denken um 180 Grad wenden können, wenn wir auf die potenziellen Fähigkeiten schauen und nicht auf das, was noch nicht klappt oder überhaupt nicht klappt. Ja, also wir sagen immer, das, was noch nicht klappt, wenn schon. Ja. Ein Lehrer in Tirol arbeitet mit der existenziellen Pädagogik und mit, er kombiniert das mit einem potenzialfokussierten Coaching für Volksschüler. Ich habe noch nie so motivierte Kinder gesehen, die so außer in Afrika, da hatte ich es mal gesehen, aber das ist eine andere Situation, die so arbeiten. Und ich habe viele Klassen gesehen, das können Sie mir glauben, weil das ist mein Job, sozusagen Studierende in Klassen zu beurteilen, zu begleiten, aber auch nicht nur die Studierenden habe ich dann gesehen, sondern auch die Lehrpersonen, die da drinnen arbeiten. Also das ist, und er arbeitet mit diesem Potenzial deswegen, weil er sagt, es geht nicht darum, was kann das Kind noch nicht oder wo ist der Fehler, sondern wo sind die Stärken des Kindes? Er arbeitet mit den Stärken des Kindes. Alles, was geht, wird nochmals gemacht. Was noch nicht geht, wenn man versucht, immer Ziele zu setzen. Die Zeit ist jetzt ein bisschen zu kurz, aber wenn Sie dann noch, Sie kommen jetzt vielleicht auch nicht alle aus dem Lehrumfeld, der Schule, aber wenn Sie dann Interesse haben, dann kann ich Ihnen ein bisschen näher erklären. Und das sind so Bereiche, die, wenn wir da hineinschauen, da hineingehen, das konsequent umsetzen, dass wir wirklich verändern können. Also jetzt unabhängig von Lehrplänen, die sind immer noch da. Auch in der Klasse sind die Lehrpläne da. Ja? Aber er geht schon mal ganz anders um und lässt die Kinder vieles auch entscheiden, vieles ihren Potenzialen entlang entwickeln. So, also wir haben schon ganz vieles dazu besprochen. Also wir können nicht über eine andere Person verfügen. Wir verstehen Erziehung hauptsächlich als Hilfe zur Selbsthilfe. Natürlich wird es manchmal notwendig sein, dass wir auch Nein sagen oder Grenzen setzen. Ich erkläre dann auch, warum das notwendig ist. Das heißt eben nicht laissez-faire, aber im Grunde das Kind zu verstehen und ihm zu helfen, es seiner Potenzialität gemäß zu entfalten, darin zu unterstützen. Dann das Verstehen der Person.
Ich habe das Verstehen schon kurz angesprochen, ist wichtig. Und das führt uns eben zu einer personalen und pädagogischen Antworthaltung. Also, und da, wenn es darum geht, eine Pädagogik zu entwickeln, die auf der einzelnen Person des anderen aufbaut, dann ergibt sich logischerweise daraus, dass es keine Rezepte gibt. Das wollen natürlich alle dann immer gleich hören. Und dann ist klar, Rezepte gibt es in einer existenzanalytisch personalorientierten Pädagogik keine, weil die kann es nicht geben, weil sonst wäre ich ja nicht Personal. Sonst bin ich ja funktional oder dann bin ich in einer Tabelle drinnen, die nicht auf den einzelnen Menschen möglicherweise oder ziemlich sicher zugeschnitten ist. Das ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Aber jetzt zunächst einmal noch zu dieser Antworthaltung. Sie kennen, glaube ich, das, oder? Viktor Frankl hat gesagt, es geht nicht darum, zu fragen, was habe ich vom Leben noch zu erwarten, sondern die Frage zu stellen, was erwartet das Leben von mir? Also das ist jetzt ein bisschen, ist nicht ein wörtliches Zitat. Ah doch, das ist es sogar. Was hat es für die Pädagogik für eine Bedeutung? Wenn ich jetzt das umsetze, für meine pädagogische Haltung, ich die direkt die Antworthaltung umsetze in die Pädagogik. Bitte? Das ist auf alle Fälle, ja. Das ergibt sich ganz stark auch aus diesem Dreieck daraus, weil es immer Rückwirkungen hat, ja? Richtig. Es heißt auch, aus ja? der Sicht des Pädagogen oder aus der Sicht des Kindes. Aus der Sicht des Pädagogen jetzt, ja. Ja. Der Pädagogin. Mhm. Genau. Ja. Ja, da haben Sie auch recht. Was? Selbstverantwortung weg von der Betreuung. Ja, wie meinen Sie das? Naja, was habe ich vom Leben noch zu erwarten? Da warte ich ja drauf, dass mir etwas zukommt, gegeben wird, gemacht wird. Und das führt aber in die gegensätzliche Richtung sozusagen. Das kann ich selbst beitragen. Mhm. Also diese Haltung, da haben Sie völlig recht, ist eine Haltung, die passiv macht. Ja? Die nicht in die Selbstgestaltung führt. Mhm. Also das ist eine Haltung, die wir eigentlich nicht, im Sozialbereich schauen wir, dass unsere Klienten in eine andere Haltung kommen, sage ich, wenn es irgendwie möglich ist. Wir schauen das in der Therapie, dass die in eine andere Haltung kommen. Ja? Es lässt Freiraum für Neues. Das lässt viel Freiraum für Neues, ja. Selbstgestaltung dann auch. Mhm. Freiheit auch, Freiraum, Freiheit. Mhm. Wenn ich es jetzt direkt in die Pädagogik umsetze, dann würde das auch heißen, also neben dem, was Sie jetzt schon gesagt haben, dann würde das bedeuten, dass ich da habe ich eine schwierige pädagogische Situation. Und dann kann ich jetzt darüber als Lehrerin, das passiert in Österreich häufig, in Deutschland weiß ich das nicht, da sagen die Lehrer, ich bin so arm. Jedes Mal, wenn ich einen Sitzkreis mache, sie sagen nicht, ich bin arm, aber es kommt dann so raus, jedes Mal, wenn ich einen Sitzkreis mache, stört der Kevin den Sitzkreis und ich die ganze wunderschöne Adventsbesinnung, die ich machen wollte, ist im Eimer. Wenn der Kevin nicht in meiner Klasse wäre, dann ginge alles wunderbar. Ja? Das ist keine pädagogische Antworthaltung. Ja? Weil ich wünsche mir was anderes. Ich will die Situation weghaben, ich will die Situation anders haben. Wünschen können wir uns das zwar, es hilft uns aber nicht weiter. Es kann schon mal sein, dass manchmal vielleicht auch ein Kind nicht in einer Klasse oder kurzzeitig nicht in einer Klasse gehalten werden kann. Aber es geht mal um das weitgehend normale noch Ausmaß. Ja? Also die pädagogische Antworthaltung wäre, da ist eine Situation des Lebens, sage ich jetzt mal. Da ist eine herausfordernde pädagogische Situation. Und meine Aufgabe ist jetzt nicht, darüber zu lamentieren, zu jammern, mir die wegzuwünschen, so schwer das jetzt auch ist, ja, sondern zu sagen, okay, wie löse ich die jetzt? Was ist meine Antwort darauf? Dass ich selber in der Antworthaltung bin. Und das hat mit Selbsterziehung zu tun. Ja. Darum trifft es mich. Also eine personale, existenzielle, logopädische, wie auch immer Sie es dann nennen wollen, Erziehung
hat immer Rückwirkungen auf mich als Person. Das ergibt sich aber auch schon aus dem heraus. Ja? Also wenn ich da die Person des Erziehenden, die Person des Erziehenden habe, kann ich mich nicht herausschneiden. Ich bin Teil dieses Geschehens. In der Antworthaltung heißt es aber jetzt, dass wir Lehrerinnen und Lehrer schulen, sensibilisieren eher, oder? Schulen ist immer ein Sensibilisieren dafür, dass sie versuchen, für schwierige Herausforderungen gute Lösungen zu finden. Und dass sie die schwierigen Herausforderungen auch wirklich annehmen und angehen. Die wir alle haben, das ist klar. Die haben sie im Elisabeth-Stift auch und dort versuchen sie wirklich mit diesen, die versuchen das mit Intervisionen, mit Supervisionen, mit Coaching, mit allem Möglichen, aber sie versuchen es zu lösen. Und seit sie mit dieser Pädagogik angefangen haben, nur damit sie nicht denken, dass es, da redet jemand sozusagen für die eigene Sache, natürlich tue ich das auch, aber seit sie dort angefangen haben, haben sie weniger schwierige, also sie haben schwierigere Kinder, können sie aufnehmen oder herausfordernde Kinder und sie haben weniger Interventionen, also weniger Eskalationen, sage ich jetzt mal. Und wenn Eskalationen stattfinden, dann sind sie weniger heftig, wie sie bis jetzt waren. Also das ist das Ergebnis, weil eben mit der Wertschätzung, mit dem Zugehen auf die Kinder, aber dann eben auch mit der Idee, dass sie Lösungen finden und sich dafür auch verantwortlich fühlen. Das heißt aber auch, die Verantwortung beim Kind belassen. Ich kann, das ist in pädagogischen, vor allen Dingen auch in sozialpädagogischen Bereichen häufig, dass wir die Verantwortung übernehmen für den anderen. Oder? Das wäre ganz der Antworthaltung entgegengesetzt. Das ist noch ein zweiter Aspekt. Dort, wo wir Verantwortung für den anderen übernehmen, kann der ja sagen, okay, das macht ja jemand für mich. Da muss ich sie nicht für mich wahrnehmen. Die Verantwortung. Bitte. Ich brauche jetzt mal ein Beispiel, was wir jetzt mit Kevin machen. Was wir mit Kevin machen, um das besser packen zu können, weil ich muss okay. Ja auch Kevin in dieses Dreieck holen. Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Antwort kann Kevin geben? Nein, also, aber das ist vielleicht. Aber die erste Sache ist die, dass Sie sagen, ich will jetzt mal nicht die Situation als Lehrerin. Ich will nicht mal die Situation so anschauen, dass ich den weghaben will. Ich gebe ihm nicht die Schuld. Das ist nicht auch systemisch wäre das falsch. Er ist nicht das schwarze Schaf, ja? Sondern ich schaue jetzt mal, wie kann ich mit Kevin so umgehen. Das heißt, ich führe vielleicht mit ihm ein Gespräch. Sage ich, Kevin, was ist dir wichtig, wenn wir da zusammensitzen? Ist es dir wichtig? Ich gehe mit Kevin ins Gespräch. Das kann sein, dass das aber nicht beim ersten Mal klappt. Das ist mir schon klar, weil wir haben ja als Lehrerinnen und als Lehrer ziemlich viel Geduld, zu meiner Erfahrung nach, bis die Kinder lesen und schreiben lernen. Aber ein Verhalten zu ändern, das sollen sie sofort von einer Minute auf die andere. Da haben wir wenig Geduld, weil wir das gleich verändert haben wollen. Da müssen wir mindestens so viel Zeit geben. Und vor allen Dingen müssen wir eigentlich noch ein bisschen länger Zeit geben, weil sie müssen ja das falsche Verhalten auch mal entlernen. Also eigentlich müssen wir viel mehr Zeit dafür einplanen. Und ganz stark auf der mit Kevin in Beziehung bleiben. Auf der Beziehungsebene arbeiten. Kevin nicht ablehnen. Schauen vielleicht, was dem Kevin wichtig ist. Einfach ein Gespräch führen, so über, weiß ich, Gott und die Welt. Seine Briefmarkensammlung wird er vielleicht etwas anderes haben, seine Videospiele inzwischen. Was auch immer, was ihm wichtig ist. Also das im Einzelfall, ich habe jetzt schon ein bisschen pauschal geantwortet, im Einzelfall müsste natürlich in einer solchen Situation ganz konkret geschaut werden, in einer Intervision, ich sage jetzt nicht Supervision, aber vielleicht gemeinsam mit ein paar anderen Menschen, zu denen man Vertrauen hat, um Lösungen zu finden, für eine sehr konkrete Situation, weil es ja auf den Kevin ankommt und auf die Situation und auf mich und auf alles Mögliche, oder? Da ist eine sehr pauschale Antwort nicht immer möglich. Aber die Antworten gibt es. Die Antworten sind oft sehr erstaunlich. Ich mache viele Lehrgänge und in den Lehrgängen leiten wir die Teilnehmenden an zu einer
ganz einfachen Intervision, die sie dann auch machen müssen. Und sie finden Lösungen und sind dann ganz erstaunt, wie gut die Lösungen dann in der Praxis auch umgesetzt werden können und auch tragen. Aber man muss halt manchmal in das Gespräch gehen, auch mit anderen. Also, die Antworthaltung in der Pädagogik ist, dass ich nicht die Verantwortung für andere übernehme, das eine. Und das andere ist, dass ich sie aber sehr wohl für mich übernehme und jetzt schaue, was ist da in dieser Situation von mir meine Antwort. Oder was ist von mir verlangt, aber das ist, man muss es ja nicht gleich sozusagen so, also sondern was ist meine Antwort auf die schwierige Lebenssituation, in der ich jetzt gestellt bin. Ich bin mit Leid, Schuld und Tod konfrontiert, aber ich bin jetzt vielleicht mit Kevin konfrontiert. Und das mache ich jetzt da mit Kevin. Ja, die Antworthaltung und die Anspruchshaltung, das, der Unterschied ist einfach der, mit ganz kurzen Worten, und die Pfeile weisen eigentlich darauf hin, dass in der Anspruchshaltung, da erwarte ich, dass mir sozusagen geholfen wird, dass da etwas, eine Lösung vom Himmel fällt. Ja, die Pfeile weisen deswegen auf mich zurück. Ich strecke die Arme aus und in der Antworthaltung gehe ich nach außen und versuche, so schwer es ist und so unbefriedigend ist es vielleicht, sofort ist eine Lösung zu finden, weil wir das nicht finden können, aber ich versuche, eine Antwort zu finden. Das ist dann die Antworthaltung. Also noch ein paar kleine Bemerkungen dazu. In der Antworthaltung liegt eigentlich die menschliche Freiheit. Das ist zumindest die Idee, mit der wir sozusagen aufwachsen oder konfrontiert werden, wenn wir uns mit Frankl auseinandersetzen. Ich bin in der Antwort frei, ich muss nichts, ich kann auch keine Antwort geben, das ist schon klar. Ja? Ich muss aber auch nicht die Antwort geben, die andere erwarten. Also das gilt jetzt natürlich nicht nur für die Pädagogik, für alles, oder? Ich kann mich aber auch in meiner Antwort nicht vertreten lassen. Also nicht, ich erwarte jetzt so vieles, immer passiert es mir, dass ich die schwierigen Klassen habe und so weiter. Das wäre so die andere Haltung. Es sind ein paar typische Sätze dafür. Alfred Lengle sagt, Menschsein heißt eigentlich, also das ist jetzt nicht nur in der Pädagogik, sondern generell, Menschsein heißt, von der Situation befragt zu sein. Ob das jetzt eine pädagogische ist oder eine andere. Und Leben heißt Antworten. Und wir kommen zum Leben in dem Moment, in dem wir antworten. Und ansonsten sind wir in einer sehr passiven Wunschhaltung. Verantwortung und Freiheit liegen also in der Antworthaltung. Das Wort Verantwortung macht es ja schon deutlich. Im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort drin. So, jetzt zu dem, wo ich mir denke, das könnte dann oder ist auch unserer Erfahrung nach etwas ganz, ganz Spannendes. Das sind eben die vier Grundmotivationen. Und vielleicht haben Sie schon von Alfred Lengle gehört. Alfred Lengle ist einer der Schüler Frankls. Er hat in Österreich es geschafft, dass die Existenzanalyse und Logotherapie in die Psychotherapie, in das Psychotherapiegesetz aufgenommen wurde. Das heißt, die werden genauso behandelt wie die Psychoanalytiker und so weiter und sind damit also dort einfach verankert. Dadurch waren aber einige Weiterentwicklungen notwendig und eine dieser Weiterentwicklungen sind jetzt eben die Grundmotivationen. Die Grundmotivationen hat er aus der Erfahrung. Meiner Meinung nach ist er ein sehr, sehr guter Therapeut, aber das ist jetzt auch eine persönliche Einschätzung. Aber therapeutisch ist er, das ist wirklich eine große Stärke von ihm. Und er hat aus vielen, hunderten von Therapien immer geschaut, was sind die Strukturen dessen, was den Menschen fehlt sozusagen. Und ist dann eben auf vier Strukturen gekommen, wobei die eine Struktur, die vierte Grundmotivation, das ist eigentlich der Frankl'sche Sinnzusammenhang. Aber er hat gesehen, dass er in vielen Therapien den Leuten zwar gesagt hat,
schauen Sie, was sind Ihre Werte und könnten Sie die Werte nicht leben? Und so, also wenn man so ein bisschen sehr plakativ, man macht es ja nicht ganz so offen, also nicht ganz so direkt, wie ich das jetzt angedeutet habe. Und die Menschen dann er festgestellt hat, die Menschen können es nicht umsetzen, weil sie zum Beispiel Angst davor haben, eine Sache umzusetzen, weil sie Angst haben, den Partner zu verlieren oder Angst haben, irgendjemanden zu vergrämen oder Angst davor haben, dass sie scheitern könnten, als Beispiel. Ja? Oder dass sie Werte zum Beispiel nicht wirklich gut fühlen konnten, weil sie in einer Depression stecken. Ja? Und deswegen hat er dann aufgrund dieser Überlegungen die drei Fundamente für die Sinnfrage nochmal gelegt. Also, und es ist eigentlich ziemlich einfach, sehr eingängig und meiner Meinung nach also das beste Motivationsmodell, das wir heute zur Verfügung haben, oder Entwicklungsmodell. Also wenn man jetzt mit Maslow oder Erikson oder ich weiß nicht, wen Sie da hernehmen wollen, ich arbeite mit den Grundmotivationen, da ist eigentlich ziemlich alles aufgefangen drinnen. Also, das erste Thema ist der Bezug zur Welt. Das zweite Thema ist der Bezug zum Leben. Der dritte Punkt ist der Bezug zu sich selbst. Und der vierte Punkt ist der Bezug zum Sinn. Also das sind, oder Bezug oder die Beziehung zum Sinn. Das sind eigentlich die vier. Er macht es dann noch mit Modalwörtern, können, mögen, das sind alles so ein bisschen schöne Übungen, die wir machen, aber die wesentliche Information ist, dass er überlegt hat, welche Bedingungen, mit anderen Worten, müssen erfüllt sein, damit Menschen ein sinnvolles Leben führen können? Welche Vorbedingungen braucht es, damit ich überhaupt dazu komme, ein sinnvolles Leben führen zu können? Das sind die Fragestellungen, die in den ersten drei Punkten drinnen stecken. Und da sagt er jetzt Folgendes. So. Die erste Grundbedingung ist, wie stehe ich in der Welt? Wir können das jetzt auch von der Existenzphilosophie herleiten, dass wir sagen, wir sind in die Welt geworfen, sind nicht gefragt worden, müssen damit zurande kommen. Das ist alles richtig, das können wir auch von dort. Ich gehe jetzt nicht ganz so grundsätzlich philosophisch an diese Sache heran, aber es ist eine Tatsache, dass wir in der Welt sind. Eine Tatsache, dass wir sind. Dass ich bin. Ich hier bin. Ja? Und in diesem Hiersein stützen uns drei Dinge oder helfen uns drei Dinge, dieses Hiersein zu bewältigen. Und dieses Hiersein gilt jetzt für Sie. Ich tue es jetzt aber auf das Kind nochmals herunterbrechen. Was brauchen Kinder? Und damit haben Sie die Frage, was brauchen Kinder für Ihre eigenen oder Enkel, aber auch in der Schule, aber auch in der Sozialpädagogik oder Menschen, die in der sozialen Arbeit auch, was brauchen die, um hier sein zu können? Sie brauchen Raum, erstens einmal. Der Raum ist immer, der kann immer körperlich gesehen werden, also physisch, psychisch und geistig. Ich habe jetzt immer nur ein Bild genommen. Also man kann das sehr es gibt natürlich einen Raum, wirklich den Auslauf. Kinder brauchen auch einen Auslauf, aber sie brauchen auch einen inneren Raum. Ja? Sie brauchen auch Schutz. Wir brauchen alle unseren Schutz. Und wir brauchen Halt. Und da lasse ich dann immer angehende Lehrpersonen oder auch Lehrpersonen in den Kursen überlegen, wie schaffen wir das, Kindern in der Schulklasse Raum zu geben? Inneren Raum, äußeren Raum. Ja. Der Lehrer, von dem ich vorher erzählt habe, der macht das so, dass er das ganze Schulhaus nutzt für seinen Raum und den Garten. Also das heißt, die Gänge, die Nebenräume und so weiter, die Bibliothek, alles wird genutzt. Auch der Garten wird genutzt. Also das wäre jetzt so für den körperlichen Raum, oder, dass man sich ein bisschen austoben kann. Wenn er merkt, ein Kind wird müde, dann kann das am Gang, gibt es so ein, ich vergesse immer den Namen, das ist so ein kleines
wie ein kleines Auto. Das ist nicht ein Auto, das ist ein Pedalo. Also man kann dann auf dem Gang auf- und abfahren, darf man aber erst, wenn man einen Führerschein gemacht hat. Und dann, wenn er merkt, dass ein Kind müde, dann wird es gefragt, ob es nicht ein paar Runden drehen möchte im Gang. Und Führerschein kann auch entzogen werden, wenn man nicht weiß, wie man sich darauf bewegt. Ja? Und damit ist natürlich jetzt mal diese eine Dimension abgedeckt. Aber es geht auch um den inneren Raum. Also die Kinder können in der Klasse zum Beispiel entscheiden, welche Themen sie wählen. Weil er hat sich nicht an Themen orientiert, sondern an Lernzielen. Also ich weiß ja nicht ganz genau, wie der deutsche Lehrplan aufgebaut ist, aber wir können das in Österreich an den Lernzielen machen und da können wir die Themen ja hineinfüllen. Da ist ja nicht wichtig, ob jetzt genau dieses Thema oder jenes Thema gemacht wird, sondern wichtig ist, dass sie lesen, schreiben, rechnen lernen, die Kinder. Es geht um eine Volksschule und dass sie mit bestimmten Themen sich auseinandergesetzt haben. Ja, das habe ich zu meinem Leidwesen, ist in Österreich das leider übergeschwappt, weil alles, was in Deutschland ist, kommt ja zu uns auch. Ich bin jetzt sehr direkt und sage gleich, für mich sind so Kompetenzen und Standards eigentlich wenig kompatibel mit einer existenziellen Pädagogik. Also ich meine, mit Kompetenzen kann ich ja noch ein bisschen leben, aber sie verkürzen das Menschsein. Sie reduzieren den Menschen auf die Kompetenzen und die Standards. Und wir sehen nicht mehr die ganze Person. Ich bin eigentlich, werde immer ungehaltener, wenn ich mir das genauer überlege, dass wir wirtschaftliche Überlegungen auf die Pädagogik also so ungefragt uns übertragen lassen. Die eigentlich, wo der Menschen als Nutzen angesehen wird und nicht als Wert. Ja, das ist, dass ich mit meinem Menschenbild nicht gut vereinbaren kann. Aber es ist gut, dass Sie es angesprochen haben, weil es gibt mir Gelegenheit, das einmal zu sagen. Also, Kinder brauchen Schutz, Raum und Halt. Dann kann man sich überlegen, was gibt eigentlich Halt? Halt geben zum Beispiel klare Tagesstrukturen, Halt geben Rhythmen, Halt geben Regeln, Halt geben, deswegen sind auch Regeln wichtig. Ja? Deswegen sind auch Lehrpersonen wichtig oder Erziehende wichtig, die dastehen und sagen, nein, da kann ich jetzt nicht mit. Das gibt Halt. Auch wenn da Widerstand gibt Halt. Das heißt nicht, dass sie jetzt ständig Widerstand geben müssen den Kindern. Ja? Aber den braucht es manchmal. Da kann man sich reiben. Man braucht den Sparringpartner, ja? An dem man, wenn immer alles ganz locker geht, ist ja auch nicht das Wahre. Also Schutz, Raum, Halt. Die Jungs brauchen den Vaterersatz im Lehrer. Ja. Das ist richtig. Gut. Die zweite Grundbedingung, die Beziehung zum Leben. Da steckt die. Vielleicht muss ich bei der ersten Entschuldigung, da habe ich noch was vergessen, was wichtig ist. Ich gehe nochmal zurück. Wenn die erste Grundbedingung erfüllt ist, also wenn das Kind genügend Raum, Schutz und Halt hat, wir genügend Raum, Schutz und Halt haben, dann entwickelt das Kind ein Grundvertrauen. Das ist in der existenzanalytischen Sicht ein bisschen etwas anderes wie das Urvertrauen, weil das Grundvertrauen sozusagen die Summe aller Vertrauenserfahrungen ist und nicht das, was sich in den ersten 3 Lebensjahren oder 6 Lebensjahren dann aufgebaut wird, kann also daher später noch eingeholt werden. Ja, da sind wir optimistischer als jetzt die orthodoxen Freudianer, die neuen sind ja auch schon nicht mehr ganz so. Also, und das kann also eingeholt werden. Also, und wenn wir dieses Grundvertrauen haben, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Also das heißt, das, was entsteht, wenn wir nicht das Grundvertrauen entwickeln können, ist die Angst. Sie können jetzt zum Beispiel auch den umgekehrten Schluss ziehen, wenn Sie merken, da ist ein Kind sehr ängstlich, egal welches, Raumschutz und Halt geben. Ja? Und dann wissen Sie, genau das braucht das Kind jetzt. Ich führe es nicht aus, aber die Aggression ist zum Beispiel auf allen 4 Ebenen in einer gesonderten Form auch da. Da muss man ein bisschen dann genauer hinschauen bei der Aggression. Die kann auch da entstehen.
wenn ich keinen Raumschutz und Halt habe. Bei der zweiten Grundbedingung geht es um die Beziehung zum Leben. Also mag ich das Leben? Also ich bin jetzt mal da. Da bin ich hineingeworfen in die Welt. Aber finde ich das Leben attraktiv? Mag ich leben? Das ist die Frage, die sich in der zweiten Grundmotivation stellt. Und was das Leben erhält, ist vor allen Dingen die Beziehung. Ja? Es geht, wenn ich in Beziehung stehe zu einem anderen Menschen, mich von dem angenommen fühle, nicht vielleicht sogar geliebt fühle, ja, dann wird das Leben erhellt, dann wird es heller. Ja, dann fühlen wir uns lebendiger. Und wenn wir in Beziehung sind, also Beziehung kann natürlich jetzt, ich habe jetzt speziell den anderen Menschen hervorgeholt, weil es in der Pädagogik natürlich schon sehr darauf ankommt, dass da ein anderer Mensch ist für das Kind. Im Erwachsenenalter kann, aber auch schon beim Kind, kann Beziehung aber auch heißen Beziehung zu einer Sache. Also ich kann ja auch Beziehung zum Fußballspielen haben, wenn mir das etwas Wichtiges ist. Also Beziehung zu meinen Werten. Ja? Beziehung zu dem, was ich gerne mache. Ich kann auch Beziehung zu Gott haben. Also Martin Buber, wenn wir den hernehmen in dieser Beziehungsfrage, dann hat er gesagt, das Ich wird am Du. Und mit dem Du hat er gemeint, den anderen Menschen, eine Sache oder Gott. Also auch der Einsiedler ist in Beziehung. Vielleicht in der Vergangenheit zu den Personen, mit denen er Kontakt hatte. Nikolaus von der Flüe vielleicht mit seiner Frau und den Kindern. Ja. Aber dann vor allen Dingen zu Gott. Also die Beziehung muss jetzt nicht notwendigerweise, wenn man über das Kindesalter hinausgewachsen ist, ein anderer Mensch sein. Aber auch im Kindesalter spielen schon Beziehungen zu, sage ich mal, zu Dingen eine Rolle. Zu Dingen, die ihnen wichtig sind. Und das beginnt schon relativ früh. Das merkt man schon. Also wenn ich habe zwei Enkelkinder, das eine ist 2,5 Jahre alt, das andere ist noch ein bisschen jünger, da sieht man es noch nicht ganz so genau, aber der ist 3 Monate. Aber bei der Enkelin, wenn man da verschiedene Spielsachen hinlegt, da sieht man schon, wohin sie greift. Ja, da sind schon Prioritäten da. Das ist aber schon länger. Das ist nicht erst jetzt mit 2,5, also das ist schon mit 1,5 Jahren sehr deutlich, nach welchen Spielsachen Kinder greifen. Und da sieht man schon erste sage ich, Beziehungen zu den Dingen, die sich da aufbauen. Und das ist oft etwas, was wir als Kinder, was wir da interessant gefunden haben, das bleibt oft im Erwachsenenalter erhalten. Das ist nicht so, dass sich das ändert. Da könnte ich Ihnen viele Beispiele erzählen. Also, Beziehung ist etwas ganz was Zentrales, damit wir das Leben als gut erfahren können, dass wir lebendig werden. Und für die Beziehung brauchen wir, also dass die Beziehung atmen kann, braucht es Zeit und Nähe. Also Zeit und Nähe. Also Zeit heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag um das Kind herum sein muss. Da geht es um qualitative Zeit. Ja? Also auch eine Bäuerin, die in früheren Zeiten zwar immer da war, aber natürlich schwer Arbeit am Hof geleistet hat, hat nicht jetzt sehr viel Zeit mit dem einzelnen Kind verbringen können. Vielleicht hatte sie dann auch noch mehrere Kinder und da ist dann vieles nicht gelungen. Also es geht nicht nur um die Menge, aber wenn ich da bin, sollte ich wirklich da sein. Also jemand, wenn Sie sich vorstellen, an einem Partner, bei einem Freund, bei einer Freundin, wenn der jemand nie Zeit hat, dann haben Sie ja irgendwann das Gefühl, ja, dem bin ich ja nicht wichtig.
Also für die Dinge, für die einem wichtig sind, muss man auch ein bisschen Zeit investieren. Wenn mir das Fußballspielen wichtig ist, dann investiere ich natürlich auch ein bisschen Zeit. Und wenn ich es nicht tue, verliere ich auch ein Stück weit die Beziehung dann dazu. Und wenn es bei dieser Grundmotivation, wenn es gelingt, also wenn die erfüllt wird, dann bauen wir der ersten Grundmotivation ist das Grundvertrauen, in der zweiten ist es die Grundbeziehung oder der Grundwert. Wir bezeichnen es entweder als Grundbeziehung und als Grundwert. Was heißt das? Und zwar ist es, die Beziehung zum Leben färbt auf alle unsere Beziehungen ab. Oder umgekehrt, alle unsere Beziehungen färben auf diese Beziehung ab. Das heißt, jede Beziehung zu einem Wert färbt ab durch die Art, wie ich in Beziehung mit meinem Leben gekommen bin. Und dadurch ist es eben ein Grundwert, weil an diesem Grundwert werden alle Beziehungen oder alle Werte gemessen. Oder Grundbeziehung, weil an dieser Beziehung werden alle anderen Beziehungen gemessen. Und wenn das nicht gelingt, was ist dann eine mögliche Folge? Also wenn wir nicht Werte spüren können. Dann kommt das Misstrauen. Ja, ja. Misstrauen ist so eine Coping-Reaktion. Ja. Und das geht bis zur Depression. Ja? Also gibt natürlich bei den Depressionen, ist das bewusst, ich bin Psychotherapeutin, also Existenzanalytikerin und Logotherapeutin. Mir ist es bewusst, es gibt natürlich verschiedene Formen von Depression, aber wenn wir jetzt einmal die exogenen Faktoren hernehmen, dann ist das ganz wesentlich ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt für exogene Depressionen, wo man was arbeiten können. Bei tiefen endogenen Depressionen wird es auch andere Dinge noch benötigen, das ist mir klar. Aber ein Kennzeichen der Depression ist ja die fehlende Wertfühligkeit. Das heißt, dass wir nicht mehr spüren, was uns wichtig ist. Dass wir nicht mehr spüren, was wir wollen. Das sagen wir vielleicht zu demjenigen, der jetzt da im Bett liegt und nicht aufkommt, weil der Tag, ja, ich mag ja auch nicht aufstehen, wenn der Tag nichts bringt, was mich in irgendeiner Weise aus dem Bett locken kann. Wenn mir alles egal ist und alles nicht wirklich wert ist. Dann sage ich, schau mal das Wetter draußen, das ist so wunderbar, mach mal einen Spaziergang. Bloß nicht. Ja? Der oder die will nicht. Das ist ja das Schwierige dann für den Außenstehenden. Also das wäre... Und in einer Depression oder in einer großen Angst kann ich natürlich nicht da denke ich jetzt nicht zunächst an meinen Sinn, oder? Deswegen gab es diese Basismotivationen vorher. Und in der dritten Grundmotivation geht es jetzt darum, um unsere Beziehung zur Person. Eine spannende Grundmotivation. Die Frage, darf ich so sein, wie ich bin? Oder muss ich anders sein, als ich bin? Weil meine Mutter immer wollte eigentlich immer einen Bub haben, ja, einen Jungen haben. Das muss man nicht österreichisch reden. Also meine Mutter wollte immer einen Jungen haben und deswegen habe ich mich mit meinem Frausein nie wirklich entfalten können. Ich durfte nicht so sein, wie ich bin. Oder mein Vater möchte gerne, dass ich das Geschäft übernehme, das er da aufgebaut hat. Oder die Firma oder was es auch immer ist. Also eigentlich, ich darf nicht den Beruf ergreifen, der mir wichtig ist. Ja? Das wären so Beispiele. Oder mein Partner, der mag mich, aber nur unter der Bedingung, dass. Ja? Also ich habe jetzt fiktive Beispiele aufgezählt. Ja? Da spüren wir, wenn wir nicht angenommen werden, kein gutes Gefühl. Wenn wir nicht so sein dürfen, wie wir sind. Wenn wir Bedingungen erfüllen müssen, dass wir geliebt werden oder angenommen oder wertgeschätzt ist, vielleicht besser werden. Also, und die drei Bereiche, die sind erstens einmal die Beachtung oder Achtung. Es gibt ja eine eigene Pädagogik der Achtsamkeit, die könnte man jetzt da einordnen.
Also ich glaube, wir sind dann halt ein bisschen breiter, oder? Wenn es ist einer von 12 Punkten, der wichtig ist, dann sagen wir auch, dass er wichtig ist. Und das ist auch eine, also da können wir alles übernehmen, was die Pädagogik der Achtsamkeit da auch entwickelt hat. Also die Beachtung oder die Achtung vor der Person, die resultiert natürlich auch aus dem Menschenbild, das ist klar. Und dann schließlich die Gerechtigkeit oder Gerechtheit. Gemeint ist damit, dass wir der Person gerecht werden oder ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen. In der Schulklasse geht es weniger um die allgemeine Gerechtigkeit, weil das heißt ja allen das Gleiche. Ich schaue, dass alle das Gleiche bekommen. Das kann aber zutiefst ungerecht sein, weil vielleicht brauchen verschiedene Menschen was Verschiedenes. Also heißt es nicht allen das Gleiche, sondern jedem das Seine. Das ist schwierig und eine Herausforderung für Lehrpersonen. Auch für Mütter und Väter mit mehreren Kindern, das ist auch keine Frage. Aber trotzdem ist es der Anspruch, der da ist. Und schließlich, der ganz wichtige Punkt, ist einfach die Frage dann der Wertschätzung. Also Wertschätzung heißt, man könnte jetzt über jedes Wort natürlich auch viel länger noch darüber reden, Wertschätzung heißt, eine andere Person so wertzuschätzen, als wäre sie ein großer Schatz. Als wäre sie eine Schatztruhe voll Gold. Sich das so vorstellt. Und die haben wir noch gar nicht aufgemacht, die Schatztruhe. Wir wissen noch gar nicht alles, was da an Potenzialitäten und Fähigkeiten, oder nur halb aufgemacht, da drinnen steckt. Da ist natürlich dann ganz wichtig das Verstehen der Werte des anderen. Also Wertschätzung heißt, da steckt das Wort drinnen, Verstehen und Respektieren und Achten der Werte des anderen, was ihm wichtig oder was ihr wichtig ist. Also darum ist Wertschätzung, das kann man eigentlich jetzt nicht so ganz schnell jemandem erklären, der sich nicht mit Frankl'schen Werten auseinandergesetzt hat. Ja? Also Wertschätzung ist ein sehr tiefer Begriff. Und wenn diese dritte Grundmotivation erfüllt ist, was haben wir dann entwickelt? Also wir haben erstens mal Grundvertrauen, eine Grundbeziehung und was haben wir jetzt als drittes? Selbstwert. Da liegt eigentlich die Wurzel des Selbstwerts drin. Es ist nicht ganz, das braucht noch die vierte Grundmotivation, aber es liegt da mal ein ganz wichtiger Pfeiler des Selbstwerts, liegt in dieser Grundmotivation. Und wenn sie nicht erfüllt ist, also wenn da Dinge nicht so gut gelaufen sind, dann gibt es so diese Krankheitsbilder von allem psychosomatisch, also psychosomatisch kann auf allen Fällen, also psychosomatisch-histrionische, wir nennen das histrionisch, man sagt vielleicht, früher hat man hysterisch gesagt, also diese Krankheitsbilder, bis zum Narzissmus. Da sind Dinge dann aufzuarbeiten in der dritten Grundmotivation. Oder wenn wir das wissen, dass da etwas ist, dann braucht es besonders diese dritte Grundmotivation. Oder in der Therapie starten wir dann vielleicht mit der dritten Grundmotivation. Und jetzt, das ist die vierte Grundmotivation. Wer sich also mit Frankl auseinandergesetzt hat, kennt sie ja. Und jetzt ist da die Frage, ja, will ich meinen Werten nachgehen? Was ist mir wichtig in der Welt? Wo kann ich meinen Sinn verwirklichen? Und da sagt jetzt Alfred Lengle, da braucht es ein Tätigkeitsfeld. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde wahnsinnig gern Urwaldärztin sein und ein Spital aufbauen, dann ist das eben nicht ganz realistisch jetzt für mich. Ja? Da müsste ich jetzt mal anfangen, Medizin zu studieren. Da bin ich jetzt einfach nicht mehr in dem Alter, das zu machen und dann vielleicht noch ein Praktikum machen und dann nach Afrika und bis ich das aufgebaut habe, bin ich schon gestorben. Also das wäre jetzt vielleicht nicht mehr jetzt das ganz Realistische. Ich muss mir Tätigkeitsfelder, die realistisch sind, die mit meinem Umfeld zu tun und die mir, ich muss sie mir suchen oder aufbauen. Für die Kinder bedeutet das, Kinder brauchen auch Tätigkeitsfelder.
in der Schule, in der sozialen Arbeit. Ich sage immer, Tätigkeit sollte aber nicht der Mullkübel hinuntertragen sein. Ich meine, das muss vielleicht auch sein, aber es gibt auch noch spannendere, oder? Vielleicht kann man sie fragen, was sie gerne machen würden oder wofür sie gern Verantwortung übernehmen. Ja? Das ist gerade, wenn man in der Pubertät anfängt, wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung, aber wenn man es vorher grundgelegt hat, ist ein bisschen leichter. Aber sonst, ich würde jetzt auch in der Pubertät noch anfangen, oder? Wenn das jetzt gerade die Situation ist. Also wir brauchen alle ein Tätigkeitsfeld, wenn wir Sinn erleben wollen. Ohne Tätigkeitsfeld kann ich ja keinen Sinn erleben. Das kann auch ein Hobby sein, Sport, was es auch immer ist. Ja? Und das sind jetzt zwei verschiedene Formen. Dann die, was wir auch als Erfahrung haben, dass wir eingebettet sind in Strukturen. Strukturen, das ist ein bisschen so ein abstrakter Begriff, aber gemeint ist, wir sind eingebettet in eine Familie, in einen Freundeskreis, in einen Sportverein, in eine Schulklasse, ja, in einen Lehrkörper einer Hochschule, einer Schule. Also wir sind in verschiedene Strukturen eingebunden und in diesen Strukturen, über die können wir sozusagen nicht hinaus, oder? Und mit diesen Strukturen müssen wir arbeiten, auch wenn wir jetzt sozusagen uns mit der Sinnfrage auseinandersetzen. Und Kinder brauchen natürlich auch viele Strukturen, also nicht immer ein ganzes Dorf, wie so in Afrika, aber die Idee ist schon ganz gut, oder? Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das ist so ein afrikanisches Sprichwort. Und jetzt schließlich, jetzt sind wir so beim Kern von Frankl, es braucht einen Wert. Weil, das wissen Sie ja, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass Sinn heißt ja nichts anderes, sehr vereinfacht gesagt, als eigene personale Werte umzusetzen in seinem Leben. Aber jetzt muss ich die erstmal spüren, ich muss erstmal das Gefühl haben, ich darf die auch umsetzen, ja, und so weiter. Und wenn ich dort bin, dann kann ich sagen, ja, jetzt das ist genau das, dafür möchte ich gelebt haben. Da gibt es ja von Frankl, das ist eine sehr hilfreiche, wie nennt man das, ein sehr hilfreiches Vorbeamen, das er vorschlägt. Er sagt, man soll sich ja vorstellen, wenn man jetzt 60 ist, was man dann, man sei jetzt 65 und man soll dann auf die 5 Jahre zurückschauen und sich überlegen, und was möchte ich damit 65 sagen können, was ich zwischen 60 und 65 gemacht habe. Oder wenn Sie 20 sind oder 25, machen Sie es halt auf 30. Ja? Was möchte ich, wenn ich 5 Jahre älter bin, in den vergangenen 5 Jahren gemacht haben. Das hilft, deutlich zu machen, worum es einem geht, was die eigenen Ziele und Werte, ist nicht genau das Gleiche, aber du nennst jetzt mal, was die eigenen Ziele und Werte sind. Ja, und wenn wir bei den Werten sind, also was den Fisch sozusagen veranlasst, in ein Glas hinüberzuspringen, ohne zu wissen, was ihn da erwartet, oder? Das ist eigentlich das Einlassen auf Werte. Ja, da vertrauen wir ja dann ein Stück weit auch drauf. Und da habe ich es jetzt nochmal zusammen. Ich kann Ihnen gerne übrigens diese, aber das ist ja eh auf dem Film, aber ich kann Ihnen die auch gerne zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also da sehen Sie, welchen Bezug da ist. Da sehen Sie das Thema, das Dasein, das Wertsein, das So-Sein, das für jemanden oder für etwas Sein. Da sind die Fragen dazu, auf die bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich geliebt? Fühle ich mich gesehen in meiner Person? Für wen oder was möchte ich mich einsetzen oder gelebt haben? Da habe ich noch Urvertrauen, muss ich ausbessern, bevor ich es weiterschicke. Okay, Urvertrauen, Grundwert, Selbstwert, Sinn. Ja, das sind die Punkte. Und jetzt gehen wir aber noch ganz kurz auf die Werte. Da finde ich auch ganz eine große Stärke vom Frankl'schen Konzept in der Idee, oder in der Differenzierung, also mir hat es unwahrscheinlich geholfen, in dieser Differenzierung zwischen allgemeinen und personalen Werten. Jetzt für diejenigen, die vielleicht das jetzt noch nicht so genau sich damit beschäftigt haben, möchte ich es kurz sagen. Allgemeine Werte
sind Werte, die sich im Allgemeinen in einer Gesellschaft oder im Allgemeinen in einer Gesellschaft für gut empfunden werden. Von der Mehrheit der Gesellschaft, nie von allen. Da haben wir ja heute die Herausforderung in allen Gesellschaften, dass die Werte verschiedener werden. Wir haben Menschen, die von außen kommen, wir haben aber auch Menschen, die vielen Einflüssen ausgesetzt sind und plötzlich andere Vorstellungen haben, wie Jahrtausende und Jahrhunderte und Jahrzehnte lang die Werte unserer Vorfahren waren. Ja? Also die Werte, die allgemeinen Werte, sind nicht mehr so einheitlich heute, wie sie früher waren. Aber im Grunde gab es da gibt es heute noch, also auch in unseren Gesellschaften, ein relativ hohes Verständnis von dem, was wertvoll ist für eine Gesellschaft. Also dass wir Ehe, Familie, Zusammenleben, alle diese Dinge, dass man nicht stehlen soll. Ja? Und in diese allgemeinen Werte haben sich auch entwickelt, also über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Also bei Hammurabi war das noch ein bisschen anders, oder? Da war es Zahn um Zahn und Auge um Auge. Das haben wir heute nicht mehr. Heute versuchen wir es anders zu lösen. Ein großer Einschnitt war die Französische Revolution. Da ging es um Freiheit, Gleichheit, Freiheit, Frankl, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja? Es ging zwar nur, in Anführungszeichen, aber das war der Vorbote um die Gleichheit der Männer. Aber wir sind inzwischen nach 200 Jahren doch ein Stück auch weitergekommen, auch wenn die Dinge lang brauchen. Ja? Also Freiheit, und das, man sieht, wie Dinge sich entwickeln, aber wie lange sie auch brauchen. Das ist über 200 Jahre her und es ist noch nicht alles umgesetzt. Und das heutige Thema der allgemeinen Werte sind eigentlich die Grundrechte. Gab es gerade den Tag der Kinderrechte vor ein paar Tagen, ist der gefeiert worden, 25 Jahre Kinderrechte. Ja, die sind aus den Grundwerten heraus entwickelt worden. Das ist heute sozusagen der, sage ich mal, ein ganz wesentlicher Wertekanon für die Allgemeinheiten, den wir aber noch beileibe auch nicht in unseren westlichen Gesellschaften umgesetzt haben, in allen Bereichen. Haben wir noch nicht. Nicht alle Menschenrechte und alle Kinderrechte sind umgesetzt. Gut, jetzt tun wir aber die allgemeinen Werte auf die Seite, weil Frankl hat sich ja dann nicht mit den allgemeinen Werten im Wesentlichen auseinandergesetzt. Ich meine da und dort mal, aber eigentlich hat er ja von Scheler, auch nicht wirklich eins zu eins, aber hat das für sich selber so zusammengebastelt, ein Konzept übernommen, dass er sagt, Werte, die spürt man. Ja? Die Fühligkeit der Werte, also Werte erfasst man intuitiv. Und zwar die Werte, die für einen selber wichtig sind. Die sogenannten personalen Werte. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist noch eine ganz eine spannende Geschichte, weil die Frage ist, welche sind denn meine personalen Werte? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Also die Frage, wofür möchte ich gelebt haben? Ja? Oder vielleicht die nächsten 3 Jahre gelebt habe. Ich muss jetzt nicht gleich aufs ganze Leben beziehen. Ja? Aber was ist mir wichtig? Und Sie wissen, ein Wert ist ja das in dem Fall nicht, was ich weiß. Also ich würde vielleicht jetzt auch gerne, ich sage jetzt mal, gut Klavier spielen können. Aber leider, das ist nicht so. Ja? Also ich gebe es ja zu. Also ein Wert muss etwas sein, was ich auch umsetzen kann, was mich wirklich, was intuitiv, also wo ich spüre, das zieht mich an. Da bekomme ich Schmetterlinge im Bauch. Da spüre ich ein bisschen, eine zieht sich was zusammen, ja, da ist etwas. Also wirklich deutlich wird es in der Liebe. Also wenn wir da angezogen sind von einem anderen Menschen, dann wissen wir wirklich, was ein Wert ist, oder? Und wenn, das gilt aber auch für einen Sport, für ein Hobby, das ist vielleicht nicht so stark, das Gefühl, das kann auch für einen Beruf sein oder für eine Arbeit, die wir gerne machen. Dass wir sagen, ja, das ist es, das gefällt mir, da fühle ich mich wohl wie ein Fisch im Wasser, im richtigen Wasser. Ja? Also
Werte sind etwas, was uns, also personale Werte, das, was uns persönlich, personal anzieht. Ja. Da müssen wir nicht, da muss nicht die Mutter sagen, geh bitte jetzt endlich Fußball spielen. Ja? Sondern das Kind geht freiwillig, oder? Das geht wirklich Fußball spielen. Da muss man eher das Umgekehrte machen, wenn man dann sagt, vielleicht muss man auch die Hausaufgabe mal irgendwann machen, oder? Mhm. Gut, also die allgemeinen, das steht ja eh da noch einmal, und die personalen Werte. Und da unterscheide ich jetzt nochmal, wenn Sie zum Beispiel die moralische Entwicklung hernehmen von Kohlberg. Dann hat sich ja Kohlberg mit der Moralentwicklung beschäftigt. Er hat sich aber nicht mit den personalen Werten, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Also ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass er sich mit der Moralentwicklung beschäftigt hat, wobei er sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt hat, was sagen Kinder, nicht wie handeln sie, weil das ist ganz schwierig. Also ich kann auch lang was sagen, aber es noch nicht in mein Handeln hinübergeführt oder in meine Haltung hinübergeführt zu haben. Aber trotzdem möchte ich das in keiner Weise schmälern. Aber die personalen Werte, bei den allgemeinen Werten geht es um Ethik, Religion, Moral, um den Staat. Die Themen, die heute da sind, ist das ganze Frage zum Beispiel der genetischen Fragestellungen. Das ist das, was diskutiert wird. Darf man alles, was man schon medizinisch kann? Ja, die Fragen von Partnerschaften, neuen Partnerschaften. Dürfen die auch Kinder adoptieren, homosexuelle oder lesbische Paare? Das ist zumindest in Österreich die Diskussion. Ja, das sind so Themen, die so heute so gesellschaftliche, große moralische Themen oder ethische Themen sind. Aber davon reden wir ja nicht. Aber bei den personalen, personalen Werten geht es um die Entwicklung der Person. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wenn wir wissen, was Kinder bewegt, welche personalen Werte sie haben, dass sie dann auch, wenn sie diese leben können, ihre Person und ihre Potenzialität entwickeln und stärken. Also das heißt, wir müssen zuerst mal wissen, was sind ihre Werte, ja? Weil nicht immer wissen es Kinder. Manchmal ist es auch verschüttet. Manchmal muss man vielleicht zweimal hinschauen. Ich erzähle gerne ein Beispiel. Ich bin von meiner Tochter autorisiert, dass ich das tun darf, wo es zeigt, dass selbst in meiner Profession dann auch vieles schief gehen kann. Meine Tochter kommt von der Schule nach Hause, das ist schon länger her, und sagt, Mama, ich würde gerne fechten lernen. Also, und ich sage, fechten? Wieso kommst denn du auf fechten? Es war ganz unvermittelt. Und dann sagt sie, ja, der Fechtsverein, der war heute in der Schule, sie war in der 3. Klasse Grundschule, und das hat mir so gut gefallen, was die gemacht haben. Das würde ich auch gerne machen. Da habe ich gesagt, na gut, also jetzt schau mal, was du schon alles machst. Sie hatte einen Terminkalender wie so ein Manager, pädagogisch völlig schlimm. Sie wollte es aber. Aber ich habe halt aufgezählt, du machst am Montag schon das, am Dienstag schon das, am Mittwoch. Mehr schaffen wir nicht mehr. Dann macht sie, okay. Die Sache war so für ungefähr anderthalb Jahre erledigt. Anderthalb Jahre. Nichts mehr gesagt. Dann rangelt sie mit ihrem Bruder am Boden herum. Ein bisschen kämpfen. Der ist 3 Jahre älter. Aber es war ziemlich deutlich, dass sie ziemlich geschickt war. Und wir hatten in Vorarlberg so eine relativ bekannte Ringerin. Und dann habe ich gesagt, möchtest du nicht ringen? Spaß, war nur wirklich Spaß. Sagt sie, nein, aber fechten. Und da ist es mir wirklich eingefahren, da habe ich mir gedacht, na gut, also wenn die nach anderthalb Jahren nochmals das sagt, nicht gequengelt, nicht gesagt, Mama, ich will und unbedingt, also nein, nach anderthalb Jahren das wieder sagt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es halt. Und dann hat sie dann angefangen, die hat alle Sachen, anderen Sachen gelassen, teilweise auch zu meinem Leidwesen, aber man hat gemerkt, das Feuer ist übergesprungen. Er hat ganz viele anderen sportlichen und sonstigen Dinge gemacht, da war nicht ein Feuer dahinter. War auch nicht schlecht, aber kein Feuer. Da hat man gemerkt, das war's.
Und man muss manchmal auch ausprobieren und nicht gleich so drüber gehen, wie ich das jetzt da gemacht habe, beim ersten Mal. Ja? Also noch ein bisschen genauer fragen, was ist es denn? Aus heutiger Sicht war mir das jetzt völlig klar. Sie liebt den Zweikampf. Ja? Also das Messen an jemand anderem. Das wäre aber schon ersichtlich gewesen, wenn ich da genauer hingeschaut hätte. Ja? Also man kann auch nachher dann noch ein bisschen was gut machen. Also das ist jetzt die Botschaft, die dann auch dahinter ist. Aber jedenfalls, das entwickelt Person, was man dann auch macht und welche Werte man, von welchen man sich angezogen fühlt und welche man umsetzt. Ja, und dann kennen Sie ja, das ist ein schönes, denke ich, ein schönes Landschaftsbild. Und Sie sehen, da gibt es viele Orientierungspunkte. Der Weg ist nicht gerade. Unser Weg ist auch nicht immer gerade, auch die Wertstraßen sind nicht immer gerade. Und das sind jetzt folgende drei Werte. Die Erlebniswerte, die kennen Sie ja, die schöpferischen Werte und die Einstellungswerte. Also das ist eine Einteilung von Frankl. Und die Erlebniswerte sind solche, die ich über Leben, also zum Beispiel ein Musikstück genießen, oder ein Gespräch mit jemandem genießen oder den Sonnenuntergang genießen. Ja? Also einfach mit genießen und vielleicht auch mit Ruhe und ein bisschen, das braucht es vielleicht dazu, und Kontemplation. Aber in einer aktiven Form, nicht nur so auf mir vorbei plätschern lasse. Ja? In einer aktiven Form genießen, das wären dann alle Erlebniswerte und alle schöpferischen Werte, wo ich etwas mache. Also ich mache Sport, ich wandere durch den Wald, genieße den Duft. Da genieße ich jetzt vielleicht wieder den Duft, das kann man ja vielleicht manchmal auch gleichzeitig machen. Oder den weichen Waldboden oder den Tau, wenn ich mit den Füßen drauf gehe. Also was auch immer, die schöpferischen Werte, das ist das, was Sie, das ist auch der Beruf, das ist vielleicht auch ein Kind großziehen, eine Partnerschaft durchtragen, einen alten Menschen pflegen, was auch immer, wenn es denn die Werte sind, oder? Dann sind es eben die personalen Werte. Und die Einstellungswerte, die kommen ja dann zum Zug, wenn Menschen mit der tragischen Trias, oder nach Frankl, Leid, Schuld und Tod konfrontiert sind. Dann geht es darum, und nur dann kommen sie zum Zug, das hat er mehrfach betont. Ja? Ansonsten wären wir ja Masochisten, wenn wir es dann vorher schon suchen würden, Einstellungen zu finden, wenn es denn Situationen gibt, die wir nicht mehr mit den vorherigen beiden Wertstraßen bewältigen können. Das sind die Einstellungswerte. Ja, und jetzt geht es in der Pädagogik, in der existenziellen Pädagogik darum, herauszufinden, was sind denn die personalen Werte der Kinder, der eigenen, der Kinder in der Klasse. Da gebe ich häufig den Lehrpersonen den Auftrag, zu sagen, schaut mal bitte nach, beim größten Stritzi, wissen Sie, wer ein Stritzi ist? Also beim größten, beim Kevin oder bei wem auch immer, schaut mal bitte nach oder fragt dann mal den, was ist dem jetzt wichtig? Es kann natürlich schon sein, dass das Kind es nicht gleich so weiß. Und wenn ich frage, was hast du für Werte, da wird ein Siebenjähriger mir das nicht so nennen können. Ja, da werde ich mit anderen Fragen stellen. Aber es geht ja nicht darum, dass ich das Wort verwende, sondern dass ich herausbekomme, was ihm wichtig ist. Ja? Und dass ich mit ihm darüber rede. Und da haben sich schon manchmal ganz überraschende Dinge getan. Könnten ja dann auch vielleicht mal den Versuch machen, zu schauen, wenn wer schon lange sich mit Frankl beschäftigt hat, hat das wahrscheinlich schon häufiger gemacht, aber zu überlegen, was sind denn die Werte meines Partners, meiner Partnerin? Kenne ich die? Alle wahrscheinlich nicht, aber doch ein Teil davon. Ja? Also diese Werte von jemandem zu erkennen, verstehen, werden wir einen anderen Menschen oder eine Annäherung des Denn Verstehen, uns annähern, können wir uns wahrscheinlich hauptsächlich dann, wenn wir die Werte des anderen erkennen.
Und da die Kinder zu ermuntern, auch hinzuschauen, vielleicht zu Werten, die sie nicht selber erkennen, das gibt es nämlich auch. Also ist mir bei mir persönlich jetzt bei einem Lehrer passiert, kommt aber eher selten vor, dass ein Lehrer etwas entdeckt hat, eine Tätigkeit, die mir Freude gemacht hat, auf die ich in meinem Leben nicht gekommen wäre. Nein, das, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber er hat, das war so eine Tätigkeit in einem Verein, ich habe sie dann 25 Jahre lang ausgeübt, soziale Arbeit, das war im weitesten Sinne eine soziale Arbeit. Also der hat das entdeckt, dass ich da ein Faible scheinbar dafür habe und es ist wirklich wie aufgegangen. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, dass da jemand von außen einen Anstoß gibt. Ja, das ist eine Werterziehung im Sinne einer existenziellen Pädagogik. Die andere kann man schon auch machen, das ist aber nicht jetzt, das wäre jetzt eine fremde oder halt von Kohlberg übernommene. So, ich bin schon fast am Ende. Es ist mir nur deswegen so wichtig, weil dass ich noch einmal deutlich mache, die Werterziehung ist deswegen so spannend, weil nicht so sehr den Willen motiviert oder den Willen in Bewegung bringt als ein Wert. Man könnte sagen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Aber ich sage, wo ein Wille ist, ist ein Wert. Wo jemand einen Willen zeigt, muss ein Wert sein. Also wenn jemand freiwillig Fußball spielen geht, muss es ein Wert sein. Wenn ich aber sagen muss, ich schenke dir ein Buch, damit du Fußball spielen gehst, ja, dann ist kein Wert. Als Beispiel. Ja, also, und das ist ja eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Wir möchten ja Menschen erziehen oder Menschen dazu verhelfen, erziehen ist ja schon wirklich klar, wir wollen Menschen dazu verhelfen, dass sie ihrem eigenen Willen folgen können, dass sie ihren Willen spüren, dass sie also nicht jetzt um andere, wie soll ich jetzt mal sagen, um andere zu unterdrücken, sondern dass sie ihr eigen, das, was ihnen wichtig ist, leben können. Ja, da gibt es dann noch einen Unterschied zwischen dem Willen und dem Wunsch. Ich gehe mal da nicht ein, aber wenn Sie eine Frage haben, können wir das gerne noch besprechen. Ermöglichen, wenn wir personale Werterziehung machen, müssen wir den Kindern ermöglichen, verschiedene Dinge zulassen, genau hinschauen, als Beispiel, in der Antworthaltung sein, vielleicht auch entscheiden, Vorbild sein, selber personale Werte umsetzen. Ja, es muss deutlich sein, dass ich das nicht nur mache. Da gibt es auch einen Unterschied zwischen Pflicht und Neigung oder zwischen Pflicht und Wert, könnte man sagen. Und dann muss es natürlich auch geübt werden. Ja? Und das würde dann dazu führen, dass junge Menschen auch immer mehr spüren, ja, das ist was Spannendes, wenn ich dem eigenen nachgehen kann. Okay. Ich bin fast am Ende. Ich wollte nur sagen, wir machen solche Lehrgänge, wenn sich da jemand interessiert. Das ist noch Literatur. Ein neues Buch ist gerade im Entstehen. Das Buch ist schon ein älteres, obwohl es größer abgebildet ist. Das ist das neuere. Es ist allerdings ziemlich dick, muss ein bisschen warnen. Aber es gibt ein dünneres, da geht es dann um den Unterricht. Also, aber das wäre dann nur für Lehrpersonen. Wenn Sie jetzt wirklich sich mit der existenziellen Pädagogik beschäftigen möchten, wäre es dieses. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich für alle Fragen zur Verfügung.